Und damit sind wir auch schon im Pre-Main-Event. Alundra Blaze gegen Tamina. Ja, Alundra steht weiter unten. Oh, und Tamina wird von Charlotte von hinten angegriffen. Ja, irgendjemand muss das unterbrechen. Ja, Alundra, die freut sich jetzt erstmal. Oh, Tamina ist aber relativ fix wieder auf den Beinen. Also, ich muss sagen, Alundra Blaze ist nicht gerade klein. Ich dachte ja schon, dass Charlotte, ich meine, dass Tamina groß ist, ne? Aber Alundra ist ja noch ein Tucken größer. Ja, bewegt sich erstmal ganz elegant nach draußen. Ja, die alte Föhnfrisur. Ein schöner Suplex. Und ein Summerundrop von Tamina. Und da probiert es mal mit dem Cover, was ich für sehr, sehr gutgläubig halte. Probiert sie ihr da mal ein bisschen das Genick durchzudrücken. Wo Alundra aber was gegen hat. Und Alundra Blaze fliegt wie ein Feuervogel übers Holz. Und da geht's gegen die Ring. Balustrade, ich meine gegen die Stahltreppe. Und hat sich da etwa eine Loch aus ihrem Haar gelöst? Nee, das ist normal. Okay, was das jetzt für ein Kick war, weiß ich auch nicht. Wo hat die Herr, werte Dame, denn... Okay, German Suplex ist der Finisher. Sleeper Slam, Hardspring Head Scissors. Und ein Vertical Suplex in den Ring. Reversal. Ja, jetzt muss Alundra mal in den Ring reinfliegen. Und Kopfschere. Da zieht sie in die Ringmitte und das hat bestimmt gut. Und jetzt nimmt sie sie auf die Schultern, wirbelt sie ein bisschen herum und legt sie nach vorne. Ah, Tamina jetzt mit dem Konter. Autschi Bautsch. Das tat bestimmt weh. Und was für ein Splash. Und German Suplex. Was für ein Gigant. Und damit ist Alundra Blaze unsere Siegerin.
Glückwunsch an Sie. Erstes Match, erster Sieg. Ja. Und wir kommen zum Main Event. Ja, es ist unser typischer Main Event für Nitro, Randy Orton gegen Jinder Mahal. Und das Witzige ist, obwohl letztes Mal Jinder Mahal gewonnen hat, ist Randy Orton in der Power Ranking über ihm gelandet. Gut, er hat wahrscheinlich bessere Performance geleistet. Jinder Mahal auf der 2, Randy Orton auf der 1. Tja, blöde gelaufen für Orton in dieser Woche. Ja, ein unglaubliches Match, die sind schon so oft aufeinander getroffen. Oh, Orton, der kann es gar nicht erwarten. Und, oh, da läuft er direkt in die Falle. Ist in die Falle gelaufen von Orton. Echt mal Heidewitzka. Ja komm, jetzt trag das im Ring aus. Und ein Handkantenschlag. Und das Match hat jetzt offiziell begonnen. Ja, Orton gegen Jinder. Ah, die beiden werden keine Freunde mehr. Modern Day Maharaja. Konter auf Konter. Gut, die beiden kennen sich inzwischen auch schon so gut untereinander. Also, was das Moveset des jeweils anderen angeht, haben sehr, sehr viele Matches gegeneinander gehabt. Eigentlich sind die, glaube ich, bisher fast nur aufeinander getroffen. Ja, leider ein Rückgebrake. Und ein Reverse DDT. Und ein, oh, ein olympischer Slam, also ein Olympic-Slam. Oh, die Leute feuern hier Randy Orton an. Und da gibt es einen schönen Neckbreaker. Ja, die Fans fordern den RKO. Aber Jinder zeigt hier einfach mal seinen Finisher. Zieht jetzt Orton in die Mitte und bringt das Cover. Reicht das denn schon? Ich denke, nein. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil das wäre ein bisschen sehr, 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 sehr blauäugig von Jinder Mahal. Aber durch den Überraschungsangriff am Anfang, da ist Orton immer noch so ein bisschen Bissele. Ganz klein Bissele neben der Spur. Der Biss, der fehlt so ein bisschen. Oder Jinder ist einfach so dermaßen fokussiert. Was ich mal so denke. Oh, schöner Judo-Überwurf von Orton. Und ein Snap-Suplex gibt es danach auch nochmal hinterher. Orton jubelt, aber er sollte lieber aufpassen, was da hinter ihm passiert. Er sieht nämlich jetzt ganz derbe zurück in den Ring. Geholt vom Top Rope.
Und dann probiert das nochmal mit dem Camel Clutch. Was ja Rusev auch ganz gerne macht. Also der Rusev Clutch. Wird Orton denn jetzt tappen? Na, ich denke nicht, aber es wird schaden. Es wird Schaden hinterlassen. Jetzt hebt er ihn hoch. Ja, da war der Finisher jetzt nochmal zum Genießen. Naja, genießen. Ob man das Genießen nennen kann, weiß ich nicht. Cover von Modern Day Maharaja. Und der Kickout von Orton. Kann ich nicht den Ref anvisieren? Hm, anscheinend nicht. Oh, Konter von Orton. Na, gibt's jetzt vielleicht den AKO? Es gibt den AKO! Aber reicht der AKO aus dem Nichts in diesem Falle? Nein, Jinder schafft einen Kickout. Und Orton, der pumpt sich jetzt hier erstmal hoch. Der hat nicht keine Lust mehr. Und wieder ein Konter von Orton. Und jetzt gibt's das Comeback. Und Power Snap. Und ein Followaway Slam gibt's auch noch oben drauf. Und Jinder geht erstmal nach draußen. Fast Press von Orton. Ich glaube, Orton ist jetzt mit dem Gedanken hier komplett beim Match. Und ein DDT. Was für ein. Oh, Schlag auf den Kopf. Da wieder ein Konter. Und beide müssen aufpassen, dass sie hier nicht beide ausgezählt werden. Ihn auf die Schultern und legt ihn ab. Agenda geht wieder in den Ring. Ja, lässt hier seine Muckis spielen und Agenda gewinnt durch Auszählen gegen Randy Orton. Ja, er feiert. Ja, darf er ja auch. Auch wenn es so ein Auszählsieg ist. Ein Sieg ist ein Sieg. Ja, das war's mit Nitro für diese Woche. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn Dingsbums. Wenn die letzte Raw's War for Battleground ansteht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen. Schaut.